Yo Leute! Und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Map-Review. Wir stellen euch heute die Map Sellerstal. Ich hab den Map-Namen richtig gesagt. Wow! Applaus für mich. Danke. Wir sind jetzt gerade unten beim Dorf und so. Hier ist ein bisschen ein Parkplatz und das Dorf. Hier ist einfach der Straße entlang das Dorf. Nochmal ein Parkplatz. Oh, eine Österreich-Flagge. Eine Kapelle. Eine Kapelle. Und so. Aber viel gibt's im Dorf nicht zu sehen. Und ein Fluss. Ja, auch schön. Wow, ein Fluss. Sogar mit Steinen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit dieser Bahn hier an. Das ist die Steilhangbahn. Das wäre eigentlich die 6er Uni G, aber er hat hier die 4er SS draufgepackt. Ziemlich cool eigentlich. Mhm. Gute Idee. Der Einstieg ist halt für 6er, aber das kann man halt nicht ändern. Ja, aber es ist schon mal gut gemacht. Ja, und es hat sogar so, halt die Bahn hat ja eigentlich keinen Bahnhof, aber er hat da so einen hingebaut. Einfach so zur Zierde, weil es cool ausschaut. Also hier sind sogar eigentlich die Reifenförderer drin. Und hier unten ist dann halt auch wirklich der Bahnhof, nur es sind halt keine Sessel drin. Mhm. Ziemlich cool eigentlich. Mhm, gut gemacht. Hier auf der linken Seite sieht man noch einen Bahnsteig für Fußgänger, für den Sommerbetrieb. Auch ziemlich cool gemacht. Ja, also schon mal ziemlich gutes Detail am Anfang. Dann ist hier die Steilhangpiste oder wie auch immer. Ja, die Pisten haben keinen Namen, egal. Die geht halt hier runter, ist nicht gerade flach oder so. Halt so von der Glättung her. Aber ist noch relativ gut im Rahmen. Und an den Stützen sind immer Schutzmatten angebracht. Mhm. Hier oben ist auch nochmal ein Zustieg und so. Das ist dann diese Bahn. Dann kommen wir hier nach hinten. Krasses Gebirge da hinten auf jeden Fall. Und dann eine schöne Piste runter. Hier haben wir dann die Kombibahn. Die ist so umgesetzt, dass einfach zwei Einstiegsbereiche sind. Hier ist der Bahnsteig für die Gondeln. Hier ist der Bahnsteig für die Sesseln. Das einzige Problem ist, dass die Gondeln durch das Förderband durchfährt, aber da kann man wenig machen. Sonst auf jeden Fall auch gut gemacht. Dann geht es natürlich da hoch. Ein bisschen stufig ist das Terrain noch teilweise. Ja, ab und zu hat es ein paar Stufen drin. Aber dafür hat es eine Österreich-Flagge. Jo, wow! Sympathisch. So, hier geradeaus raus, wie die Bahn gerade reinkommt, da können dann die die Leute, die mit der Sessel... Ja. Ja, die Leute, die mit den Sesseln fahren, können hier geradeaus aussteigen. Und die Leute, die mit den Gondeln kommen, die haben hier den Ausstieg. Ziemlich cool gemacht eigentlich. Die Türen öffnen sich halt bei den Gondeln nicht, aber da kann man. Da kann man halt wenig machen. Läuft aber bei dir. Eigentlich cool gemacht. Ja, hat auf jeden Fall viel besser umgesetzt als andere Mapper mit ihren Kombibahnen. Also hier mal ein großes Lob. Dann kommt man hier runter. Und hier ist noch sein kleines Restaurant. Einfach klein und fein mit Österreich-Flagge. Und rechts daneben ist die Hochmoorbahn. Das ist eine 6er Unige, die eigentlich normal ist, oder? Ja, ganz normal. Eine normale Bahn, wow. Wow, such impressive. Geht ja auch relativ steil hoch, hat auch daneben eine schwarze Piste. Das ist auch die einzige Piste, die hier parallel zur Bahn runtergeht. Und die ist auch wirklich schwarz. Aber eine schöne Piste. Ja, auf jeden Fall extrem breit. Die Trassenführung und so ist eigentlich okay, nur manche Stützen sind ein bisschen zu hoch für meinen Geschmack. Und die Spannfelder sind weit für eine Sesselbahn. Hier gibt es noch einen tollen Parkplatz mit Österreich-Flagge. Und krasser AMT-Kasse und Après-Ski-Bar. Hier eine Pistenbully-Garage und so mit ganz vielen Pistenbullys drin. Und dann geht es hier zur Königsgradbahn. Das ist eine schwarze Unige. Das ist die von Julius, glaube ich. Ja. Schaut voll schön aus. Das ist die von Julius. Passt echt gut hin. Hier der Zugang mit Paletten, man kennt's. dann hier Audi-Werbung. Standard nicht, oder? Nein. Das ganze Glasgebäude hier rum hat er selber gebaut. Ja, das weiß ich. Also die ganzen Stationsgebäude und so, also halt auch diese Glasdinge und so hat er selber gebaut, das finde ich echt schön. Auch die Gondeln sind gefärbt und so. Ich finde dieses Gelb voll geil. Ja, schaut geil aus, mit dem Schwarz kombiniert. Wie eine Biene. Aha! Dann hier links ist halt die Piste dazu. Auch die ist auch schwarz, oder? Also wenn die nicht schwarz ist, dann die ist rot. Was? Okay. Ja, okay, hier oben ist sie dann flacher. Hier geht schön in dem Spannfeld die Spannfeld? In einem Spannfeld drüber. Bahn.
Hier ist sie ein bisschen nah am Boden, wenn die Kabinen voll besetzt sind und so, kritischer Hase. Aber sonst kann man mal machen. Rechts daneben wie immer die Piste, die ist auch wieder so extrem breit. Aber breite Pisten sind ja eigentlich immer gut. Ja, stimmt. Österreich-Flagge, ich glaube, die hat da extra alle für uns platziert. Ja, sehr sympathisch. Dann hier oben ein nicht zu überdimensionales Doppelbeiler-Schild, das sieht man auch selten. Ja. Und dann hat er hier so aus Glas so Einfahrtstrompeten gemacht, weil das Stationsgebäude schon so weit vorne anfängt. Und hier drin ist dann in dem Stationsgebäude nochmal eine Station und ja, ihr seht ja selbst, wie er das gemacht hat. Ich finde die Umsetzung, finde ich lustig, aber ich weiß, dass es halt nicht besser geht und dafür hat er es echt gut gemacht. Ja, ich persönlich hätte es nicht, ich hätte einfach das Standardding gelassen oder vielleicht was Dezentes drüber gebaut, aber ja. Ich finde es nicht schlecht. Dann geht's hier drüben weiter. Das ist der Sonnenjet. Das ist eine 6er Uni G. Die Leiter schwebt. Die Bahn ist wieder Standard. Dann geht's hier also runter ohne und so. Baugeräte, Sachen. Aber die Stützen finde ich wieder ein bisschen zu hoch irgendwie. Dann ist hier ein Restaurantgerät. Sind die Restaurants eigentlich Eingeräte? Eingerätet. Ah ja, sind sie. Hier geht's dann runter zu dieser Bahn. Dann ein See. Wo? Sees? Sehe es. Ah, da ist er. Geradeaus vor dir. Wo? Krasse, sehe es. Dann hier ein bisschen drunter ist die nächste Bahn. Das ist auch geil. Habe ich so noch nie gesehen. Ein aufgespießtes Sellerstal. Kann man machen. Hier drüben ist noch die AMT-Pistenbully-Garage. Alter, wie viele Pistenbullys hat dieses Skigebiet? Der ist auch groß. Ja, stimmt. Groß. Schlussendlich braucht man eh nur einen. Die Bahnen sind heller, also ist ein helleres Grau, oder? Ja. Als der Standard. So Silber, würde ich sagen. Ja, dann, das ist die Franz-Josefs-Höhenbahn. Auch wieder Paletten-Stationsgebäude. Ich wollte es auch gerade sagen, Palettengebäude. Ist schon lustig irgendwie. Ja. Aber egal. Dann hier noch eine Umzäunung und so. Und hier runter geht dann die Piste unter der Bahn direkt. Hier links ist dann eine Skifahrerbrücke. Eine Brücke, wow! Such impressive! Okay. Und dann geht's hier zum Palettengebäude. Hier ist eine Kasse wieder mal und ich finde diese Ausfahrt richtig schön. So direkt über den Fluss und so. Very much cool. Also die ist richtig gut gelungen. Ja, gefällt mir auch. Dann gehen wir wieder hoch. Hier haben wir ein bisschen einen Knotenpunkt und so mit einer Österreich-Flagge. Ein Traum. Oh, die Sympathiepunkte hauen wieder richtig rein. Ja. Hier haben wir dann die Familienbahn. Schauen, ob sie so familienmäßig ist. Ja, das ist eine 8er D-Line. Oh, Schutzmatten, wow. Die geht hier hoch, direkt daneben wieder die Piste, wie eigentlich überall. Mhm. Die ist relativ abschüssig nach links. Okay, es geht. Aber trotzdem relativ abschüssig, damit ich was bemängeln kann. Ja, dann kommt man hier hoch und kann dann direkt darüber zur anderen Bahn fahren. Oder halt wieder runter. Oder rauf. Und als zweite Bahn geht hier weg die Gipfelhüttenbahn. Das ist eine 6er D-Line, ein Standardgerät. Geht auch hier schön hoch, direkt runter wieder die Piste. Irgendwie hat es echt viele und Bahnen. Und Schutzmatten. Echt viele Bahnen mit direkt runter Pisten. Und Schutzmatten. Und hier parallel dazu haben wir noch den Almlift. Genau. Das ist der vom AMT. Der geht da so schleppimäßig hoch. Und die kommen dann hier oben zusammen. Hier wieder ein bisschen ein Stationsgebäude. Diese Ausfahrt finde ich auch gut. Mhm. Also das finde ich cool. Dann hier oben nochmal ein Restaurant. Mit Österreich-Flagge. Hier kommt dann nochmal eine Bahn hoch. Das ist dann die kritische Hasebahn. Nein, Spaß. Dorfexpress. Auch Stationsgebäude. Ja. Stationsgebäude. Auch so mit Ausfahrt und so. Hier hinten noch eine Pistenbully-Garage mit 600er Bullis. Mhm. Hier geht's dann so. Das ist eine echt lange Bahn. Ja. So von ganz unten cool. Nach ganz oben. Dann kommt man hier runter, auch der Bahnhof und alles ist nochmal eingebaut. Die Zufahrt ist auch eingebaut. Dann sehr einbauig. Hier direkt neben der Talstation ist der Dorflift. Also der geht halt hier hoch, ist nochmal ein bisschen. Der ist auch richtig schön. Und so. Ja, kann man mal machen. Auch hier mit dieser Rampe und so. Hier waren wir schon, oder? Ja, aber ich glaube, eine Bahn fehlt noch. Die ist hier hinten, hinter dem Tal. Hier nochmal ein Hotel. Nochmal ein Parkplatz, hier geht es dann runter zur Königs-irgendwas-Bahn mit den gelben Gondeln.
Ah ja. Und dann haben wir hier die Sellerstalbahn. Das ist ein 4CLF von Pixlr, glaube ich, oder? Ja. Halt mit Stationsgebäude. Vorne ist noch so eine Glas. Und halt oben. Mhm. Und bei dieser Bahn ist dann auch das Nachtskifahren. Von Mittwoch bis Samstag. Ich finde auch diese Stützen einfach zu hoch. Vor allem für den 4CLF, die Spannfelder sind einfach zu lang und die Stützen sind zu hoch. Weil die haben ja einen extremen Durchhang und so. Und ja. Die würden so richtig krass auf und ab gehen. Und am Bodenstreifen und so. Und dann ist man hier oben und hier kommt man dann wieder zur Steilhangbahn. Also ich finde die Map echt schön. Ja, wir könnten die Maps eigentlich immer von 1 bis 10 bewerten. Edi, was würdest du ihr für eine Bewertung geben von 1 bis 10? Ja, also ich gebe der Map echt wegen der Kombibahn und wegen dem Fluss da unten zum Beispiel, wegen den ganzen Stationen und so. Also ich finde die Map echt gelungen. Das gibt dann in dem Fall echt eine 8 von mir. Ja, die Kombibahn ist auch richtig geil. Also sehr coole Map. Ist natürlich im Steam Workshop verfügbar und ich kann sie euch nur empfehlen. Und dann würde ich auch sagen, das war's mit dem heutigen Map Review. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu abonnieren. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr sehen wollt. Sonst sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao. Ciao.